Und zwar geht es um, nur weil etwas mit ihrem Chromosomensatz nicht stimmte. Es ist natürlich so, es gab sehr viele Gruppierungen, die unter dem Nationalsozialismus gelitten haben. Und das waren nicht nur Menschen anderer Religion, sondern auch Menschen, die vielleicht einen Gendefekt haben, sogenannte behinderte Menschen. Auch diese sind damals einfach dann aus dem Weg geführt worden, weil sie nicht in dieses perfekte Bild, was sich damals einige Vollidioten, das darf ich ruhig auch sagen, auch hier im Abgeordnetenhaus, irgendwo ausgemacht haben. Und genau mit diesem Thema setzt sich jetzt das Bertolt-Brecht-Gymnasium auseinander. In Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasiemorde in Brandenburg an der Havel nämlich. Euthanasie, habe ich auch mal recherchiert, steht ja eigentlich für Sterbehilfe. Als wäre es eine Hilfe, dass man Leute nur aufgrund einer absolut niederen Ideologien der Formel einfach aus dem Weg schaffen will. Von daher bin ich sehr stolz darauf, euch jetzt diese Gruppe vorstellen zu können, die dieses Projekt auf die Beine gestellt haben, was ursprünglich 25 Minuten lang ist, aber wir werden jetzt nur einen Auszug sehen. Und wie ich es jetzt richtig verstanden habe, wollen sie damit auch die Erinnerung an jene 57 Kinder wachhalten, die am 28. Oktober 1940 von den nationalsozialistischen Tätern für Forschungszwecke ermordet wurden. Also jetzt, meine Damen und Herren, bitte, nur weil etwas mit Ihrem Chromosomensatz nicht stimmte, das Bertolt-Brecht-Gymnasium. Wenn wir alles gesagt haben, wird immer noch etwas zu sagen sein. Wenn noch etwas zu sagen ist, werden wir nicht aufhören dürfen, zu sagen, was zu sagen ist. 1939 beginnt durch eine Anordnung Hitlers die zentrale Phase der nationalsozialistischen Krankenmorde. Die Kranken werden durch die T4-Zentrale erfasst, anhand der Krankenakten aus der Ferne selektiert und dann durch die gemeinnützige Krankentransport GmbH aus den Heil- und Pfleganstalten abgeholt. Dr. August Becker war als Polizeichemiker und SS-Offizier bereits bei der sogenannten Brandenburger Probetötung anwesend. Innerhalb der T4-Zentrale war er für die Versorgung der Gasmordanstalten mit dem Giftgas Kohlenmonoxid zuständig. Während der systematischen Vernichtung der Juden in der Sowjetunion wartete er die Gaswagen. In den frühen 60er Jahren sagte Becker über die Gaskammer in Brandenburg aus: Ein Raum ähnlich einem Duschraum und mit Platten ausgelegt in der Größe von etwa 3x5 Metern. Und 3 Meter hoch. Ringsherum standen Bänke und am Boden etwa 10 Zentimeter hoch lief an der Wand entlang ein Wasserleitungsrohr von etwa 1 Zoll Durchmesser. In diesem Rohr befanden sich kleine Löcher, aus denen das Kohlenoxidgas strömte. Die Gasflaschen standen außerhalb des Raums und waren an das Zuführungsrohr angeschlossen. Durch das Guckloch konnte ich beobachten, dass nach etwa einer Minute die Menschen umkippten oder auf den Bänken lagen. Nach weiteren 5 Minuten wurde der Raum entlüftet. Besonders dazu bestimmte SS-Leute holten auf Spezialtragebahnen die Toten aus dem Raum und brachten sie in die Verbrennungsöfen. Professor Julius Hallervorden, Leiter der histopathologischen Abteilung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung, zeigte im Juli 1945 dem amerikanischen Sanitätsoffizier Leo Alexander im hessischen Dillenburg seine große Gehirnschnittsammlung. Nach Alexander soll Hallervorden gegenüber den Brandenburger Tötungsärzten seinerseits geäußert haben: Na Menschenskind, wenn ihr nur alle umbringt, dann nehmt doch wenigstens mal die Gehirne heraus, sodass das Material verwertet wird. Sie fragten dann: Wie viele können Sie untersuchen? Da sagte ich ihnen: Eine unbegrenzte Menge, je mehr, desto lieber. Da stellte ich ihnen dann Fixiermittel und die Kisten und so haben sie uns reingebracht. Wie einen Möbeltransport. Das war ja nun ganz toll. Ich nahm sie an, die Gehirne. Wo die nur herkamen, ging mich ja nichts an. Da waren schöne, schwachsinnige Missbildungen und frühkindliche Erkrankungen dabei. Professor Hans Heinze suchte für Hallervorden, so wie es auch am 28.10.1940 geschah, jene Kinder aus, die er als nicht heilbar beurteilte, deren Hirne ihm aber für die Sammlung Hallervordens interessant erschienen. Am 28. Oktober 1940 ist im Kalender Dr. Imfried Eberts, dem leitenden Tötungsarzt in Brandenburg, zu lesen: Hallervorden abholen. Dann Görden, K. An diesem Tag
verließ ein Bus mit mindestens 57 Kindern und einem Erwachsenen die Landesanstalt Brandenburg-Görden und fuhr zur Neuendorfer Straße 90C. Dort wurden die Kinder vom diensthabenden Arzt Heinrich Bunke ermordet, indem er den Gashahn öffnete, was er später bestritt. Anschließend entnahm Hallervorden mindestens 40 der Kinderleichen die Gehirne und nahm sie mit an sein Institut, um sie zu untersuchen. Hallervorden hatte auch keine Skrupel, nach 1945 die Gehirne von Euthanasieopfern wissenschaftlich zu verwerten. Wer waren diese Kinder? Renate Wringe wurde am 2. März 1923 in Treuenbrietzen unehelich geboren. Der Vater verschwand zur Fremdenlegion, die Mutter gab das Baby in das Viktoria-Säuglingsheim in Berlin-Schlachtensee. Bis zu ihrem zweiten Lebensjahr wurde Renate in 6 verschiedenen Kinderheimen untergebracht. Mit knapp 4 Jahren kam sie in eine Pflegefamilie. In den ersten Lebensjahren hatte das Kind eine Hirnhautentzündung durchgemacht und eine geistige Behinderung davongetragen. 1930 vermerkte die Fürsorgerin: Renate hat bei den Pflegeeltern G, die selbst in ärmlichen Verhältnissen leben, gut Pflege. Sie hat auch schon bedeutende Fortschritte gemacht, ist aber geistig noch ca. 2 Jahre zurück. Fortschritte in Gedächtnisübungen, sonst sehr nervös. Als Renate 1937 in die Landesanstalt Brandenburg-Görden verlegt wurde, entsteht folgender Entwicklungsbericht. Mit Begeisterung beteiligt sie sich am Seifenblasenmachen der Kleinen. Ebenso nimmt sie ohne jede Überlegenheit am Puppenspiel teil. Tagelang beschäftigt sie sich mit einem Murmel- und einem Legespiel, das ihre Pflegemutter ihr mitgebracht hat. 1940 stellt Heinze trotz guter Entwicklung die Diagnose, die für Renate das Todesurteil bedeutet. Eine Besserung der Erkrankung ist bei dem bisherigen Verlauf nicht zu erwarten. Willi Gräser wurde 1929 in Erfurt geboren. Er ist ein gesunder Junge, der nur deshalb in die Mühlen der T4-Mordmaschinerie gerät, weil er mehrmals von zu Hause weglief. 1937 wendet sich die Mutter an das Jugendamt. Dieses veranlasst die Einweisung Willis in das Landeswaisenheim Langendorf bei Weißenfels. Nach dessen Schließung kommt der Junge mit 8 Jahren in die Landesheilanstalt Uchtspringe. Hier wird die Diagnose gestellt: angeborener Schwachsinn. Im Pflegebericht ist allerdings zu lesen: Willi ist zu allen praktischen Arbeiten gut zu gebrauchen, ist verhältnismäßig zuverlässig, dabei auffällig geschickt und willig, bastelt gern. Weihnachten beschäftigt ihn sehr. Er ist mit großem Geschick an den Geschenkvorbereitungen beteiligt und es spornt ihn an, wenn man ihn in der Ausführung einiger Selbstständigkeit überlässt. Idee und Gestaltung machen ihm Freude. Willi kann aufgrund seiner positiven Entwicklung im März 1939 nach Hause zurückkehren. Doch im September 1939 veranlassen seine Eltern eine erneute Einweisung in die Landesheilanstalt Uchtspringe bei Stendal, weil Willi wieder von zu Hause wegläuft. Dort schreibt er in der Anstaltsschule am 26.11.1939 diesen Lebenslauf. Mein Lebenslauf. Willi Gräser, geboren am 16.01.1929 in Erfurt. Ich gehe das 5. Jahr zur Schule. Ich bin nicht zur Schule gegangen und habe keine Schulaufgaben gemacht. Und da bin ich nach Uchtspringe gekommen, weil ich auch gestohlen habe. Jetzt habe ich einen Füllfederhalter und soll 10 Sätze schreiben. Ich habe im Ganzen 75 Mark gestohlen. Ich bin einmal an eine Geldkiste gegangen, aber da habe ich kein Geld gestohlen. Ich bin immer von zu Hause ausgerissen und habe im Stroh geschlafen. Die 75 Mark habe ich von meiner Mutter gestohlen und habe das ganze Geld alle gemacht und habe mir für das ganze Geld zu essen gekauft. Weil ich lauter Schwierigkeiten gemacht habe, bin ich nach Uchtspringe gekommen. Der letzte Eintrag in Willis Akte lautete: 5.8.1940, verlegt in eine andere Anstalt. Die juristische Verfolgung der Täter der nationalsozialistischen Krankenmorde nach 1945 ist sehr unterschiedlich gehandhabt worden. In wenigen Fällen werden Tötungsärzte und Pfleger tatsächlich verurteilt. Heinrich Bunke, der am 28.10.1940 58 Menschen tötete, trat 1940 unter dem Decknamen Dr. Rieper den Dienst in Brandenburg an. Als er nach der Schließung der Tötungsanstalt wie die meisten anderen Brandenburger Täter in die Nachfolgeanstalt Bernburg wechselt, nennt er sich Dr. Keller. Bunke wird 1962 erstmalig verhaftet
und 1965 wegen Mordes angeklagt. Erst 1988 wird Bunke vom Landgericht Frankfurt am Main wegen Beihilfe zum Mord zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt, von der nur die Hälfte verbüßte. Er starb 2001 in Celle. Wenn wir alles gesagt haben, wird immer noch etwas zu sagen sein. Wenn noch etwas zu sagen ist, werden wir nicht aufhören dürfen, zu sagen, was zu sagen ist. Das Bertolt-Brecht-Gymnasium. Dankeschön.